Und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2019. Ich habe mich gerade hart festgefahren und der LKW mag mich gerade mal so gar nicht. Na, Scheiße. Verdammt. Kann ich in die Leitplanke rein? Nee, auch nicht wirklich. Wenn der auch mal zurückfahren würde. Geht doch. Okay. Dann können wir jetzt ihn mal wieder den Berg Nuff. Und wir wollten einmal beim Viehhändler schauen, wie das da so aussieht und unsere Scheune angucken. Boah, wie der sich den Berg hochschleppt. Was ich mir frage, ob das realistisch ist, dass desto voller der ist, desto schlimmer der sich nachher den Berg da hoch quält, wollte ich sagen. Da hing das Wort. Sollen wir auf diesen sehr schnellen Fahrer warten, dass wir hier rein können. So, hier ist dann der Viehhändler und die Scheune ist ja auch gleich dabei. Das ist die Scheune, gehört uns ja schon, oder? Aussteigen. Okay, hier ist der Viehhändler. Ich glaube, es ist alles noch Viehhändler. Aber wo ist jetzt denn unsere Scheune? Oder ist es wirklich nur Viehhändler? Ist unsere Scheune gar nicht hier? Oh, Tiermenü öffnen. Oh, ein Schweinchen. Und eine Kuh. Pferde können wir auch kaufen, Quatsch. Ja, aber. Ich glaube, das ist gar nicht wirklich die Scheune von unserer Tiere. Aber wo sollen die denn dann sein? Er sagte irgendwie hier. Aber hier ist ja nichts. So, unten irgendwas? Nee. Okay, das sollte ich vielleicht noch bis zum nächsten Mal rausfinden. Wo das alles ist. Weil das hier ist nur der Viehhändler. Da ist keine Scheune dabei. Vielleicht wird mir das hier auf der Karte gar nicht richtig angezeigt. Oh je. Jetzt muss ich mit dem Ding hier wieder rückwärts. Das hat doch schon mal geklappt. So, raus hier. Fahren wir jetzt zurück. Ah, halt. Wir springen einmal kurz. Der ist ja jetzt nämlich fertig. Dann kann der nämlich das Feld hier drüben fertig machen. Dass wir das nämlich dann auch gekobert haben, dann können wir das nämlich auch ansehen und nachher direkt abernten. Boah. Geht das? Ne, das ist zu weit weg. Ein Hilfeeinstellung. Na dann viel Spaß. Der tut alles noch einsehen, der hat auch nicht mehr so viel zu tun. Unsere Lokomotive und Gas. Fahren wir nämlich jetzt als allererstes mal zurück zu unserem Hof. Und schauen, wie es da jetzt aussieht. Wir haben nur einiges wegzubringen und dann will ich immer noch rausfinden, wie das mit unseren Tierchen funktioniert. Und Biogasanlage interessiert mich auch noch, wie die ist. Ah nein, schon wieder ein LKW-Fahrer auf die Seite. Oh, ich sehe unseren Mähdrescher von hier, cool. So. Können wir hier auch kurz eine Abkürzung nehmen? Aha. Gehört uns ja alles. Von einem schönes Feld. So. Zurück auf unserem Hof. Oh, unser Bauernhaus ist offen. Können wir da rein? Ja, wir können da rein. Cool. Brauchen wir uns erstmal ein Käfchen, würde ich sagen. Da kommen wir nicht rein. Hierzu.
Doch, da kommen wir rein. Die Tür ist zu klein. Oh, gibt's hier auch ein Käffchen? Nee, aber Notebook. Schön. Ich kann hier schlafen. Du bist momentan nicht müde. Okay, dann bin ich halt nicht müde. Ich komme hier nicht mehr weg. Doch jetzt. Da raus. Auf einmal, warum schlafe ich in der Küche? Oha. Hier mal so eine kleine Scheune mit Strom und einer großen Tür. Ich glaube irgendwie unser Zeug passt hier nicht mehr rein. Naja, egal. So. Oh, das sieht schön aus. Der arbeitet hier. Macht das kleine Feld schön. Okay, gedüngt 0, Unkraut 0, Raps. Wundervoll. Oh nein, wir Raps. Ja, okay, wir machen jetzt überall Raps. Wieder was anderes anbauen können. Geh weg, Vogel! Okay. Schau mal in das Seasons-Menü. Jetzt ist Anpflanzen angesagt. Raps ist auch. Hier wächst er dann, da kann ich dann ernten. Genau, jetzt haben wir eine Saatzeit und das ist dann die Erntezeit. Nein, ist nicht. Haha, doch. Ja, Erntezeit. Gut. Okay, was sagt eigentlich Global Company? Nichts, weil wir nichts haben. Gut. Okay, was ist das hier? Unsere Werkstatt. Mit Schraubis. Wir haben einen Starter, wir haben eine tolle Box, wir haben Cones und Fässer und Benzin. Schön. Wunderschön. Okay. Das sieht doch toll aus. Würde ich sagen, dann fahren wir nochmal Sachen weg. Was wird mir hier noch angezeigt? Was soll denn hier sein? Das ist doch nichts. Naja. Na, okay, dann fahren wir jetzt nochmal Sachen weg. So. Hier immer so ein bisschen außen rum. Na, ich meine, wenn wir den großen Kartoffelernter haben, wie es dann hier aussieht. Ich glaube, unser Hof ist ein bisschen klein dafür. So, Befüllung starten. Sojabohnen, Mais. Och, Sojabohnen. Ja. Soja ist, glaube ich, immer viel wert. So, hier werden befüllt. Sojabohnen. Das waren Sojabohnen. Hafen Nord. Hey. Jeden Tag was Neues. Ist leer? Ja, ist leer. Dann fahren wir jetzt zum Hafen Nord hoch. Würde ich sagen. Das heißt, wir fahren hier. Ah. Was mach ich denn? Hm, Tatsache. Hier ist eine Straße. Okay. Würde ich gar nicht gesehen vorhin. Dann fahren wir diese Straße jetzt entlang. Hoch zum Hafen. Beim Hafen. Und ach, da ist auch die Biogasanlage. Jetzt sehe ich es erst. Ach, Mann. Cool. Oh nein, da kommt wieder ein LKW. Und gut dran vorbei. So, links abbiegen. Oh, der hat zu kämpfen. Okay, krass. Das wird nicht ganz angezeigt. Schade, Engine Power ist immer bei 78%. Ich habe gehofft, das wird so richtig schön angezeigt, aber nein. Und Coolant Temperatur ist auch immer bei 64. Wäre cool gewesen, wenn die Werte auch richtig wären. Wir uns wenigstens sehen. Naja, ich kann schon zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass der jetzt bei 78% will.
Wenn ich loslasse, bleibt es nicht bei 78. Tja. Naja, man kann nicht alles ändern. Es bleibt manchmal schön. Das ist nämlich immer noch Monsterscheune wäre. Naja. Finden wir auf jeden Fall noch raus. Langer Weg. Das ist das Bahnsilo Ost, wo wir jetzt drauf hinzufahren. Wir drauf zufahren, nicht hinzufahren, Entschuldigung. So, ich sehe da hinten schon das Meer. Ah, ich bin richtig gefahren. Boah. Mit 15 km/h. Krass. Ich sehe auch, wie oben unser Geld immer weniger wird. So pro Sekunde 1 Euro. Ich glaube, das ist die Miete. Sind wir auch gleich schon da, yay. So. Und da sind wir auch schon im Hafen. Ich glaube, hier ist Abladen. Ne, hier ist nicht Abladen. Wo ist Abladen? Oh, wir haben 416... Euro Lohn gezahlt. Ist da abladen oder hier abladen? Ich glaube, hier ist nicht abladen. Hier kann ich, glaube ich, nur den Zug B laden. Wo lade ich denn jetzt ab? Hier? Ah, hier, hier. So. Und die Sojabohnen werden abgeladen. Oh. Oh, das Geld geht hoch. Helfe Gera, die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist schön. Hey. 10.000 fast. 19.000 insgesamt. Mann. Geil. Da freue ich mich. So. Und mit diesem tollen Ergebnis beenden wir die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.